Diesen Jubel liebt sie. Imelda Marcos ist 83 Jahre und wird auf den Philippinen noch immer verehrt. Die ehemalige Schönheitskönigin ist der Welt als Ehefrau von Ex-Präsident Ferdinand Marcos bekannt, der das Land jahrelang mit harter Hand regiert und sich 1986 nach Hawaii absetzt. Nach seinem Tod 1989 kehrt Imelda auf die Philippinen zurück und geht selbst in die Politik. Jetzt hofft sie, ihr Parlamentsmandat noch einmal verteidigen zu können. Dabei sollen sie und ihr Mann einst Milliarden veruntreut haben. Symbol für die Raffgier ist Imeldas legendäre Schuhsammlung, die inzwischen im Museum zu bestaunen ist. Doch der Name Marcos hat darunter scheinbar nicht gelitten. Neben Imelda sind auch zwei ihrer Kinder in die Politik gegangen. Ihre Tochter ist bereits Gouverneurin ihrer Heimatprovinz. Ihr Sohn Ferdinand Marcos Jr. gilt als heißer Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2016. Man hat ja immer Träume für die eigenen Kinder. Je mehr sie dem Volk dienen können, umso besser. Kritiker beklagen, der Marcos-Clan sei eigentlich gar nicht beliebt, sondern kaufe sich Wählerstimmen. Die Übergänge sind da wohl fließend. Sie ist so gütig, weil sie den Kranken Medikamente besorgt, wenn sie mittellos sind. Und sie verschenkt nicht nur Medikamente, sondern auch Nahrungsmittel und Kleidung. Bei so viel Lobhudelei scheren Imelda Marcos die Vorwürfe ihrer Gegner nicht. Sie ist sie seit Jahrzehnten gewohnt. Und sie genießt es ohnehin, wieder im Rampenlicht zu stehen.